Liebe 7a, liebe 7b, schön, dass ihr alle hier seid und zuschaut. Wir wollen uns heute mal ein Grammatikthema vornehmen, das wir am Anfang des Schuljahres gelernt haben, war unser allererster Stoff und das einfach ein Dauerbrenner ist, das sehr wichtig ist, der Ablativus Absolutus. Ihr seht es beim Ablabs, hier geht es um Cäsar und das hat tatsächlich seinen Grund. Cäsar war der lateinische Schriftsteller, der wirklich von allen am häufigsten den Ablabs gebraucht hat. Also der hat diese Konstruktion geliebt. Und deswegen passen die Beispielsätze mit Cäsar. Andererseits passt es auch ganz gut gerade ins Thema. Wir beschäftigen uns hier gerade mit den Römern in den Provinzen, also in Gallien, in Germanien, in Spanien. Und Gallien war dann eine sehr wichtige Provinz für die Römer, einerseits an sich und zweitens, weil sie ja den Weg nach Germanien immer wieder gezeigt hat oder gewiesen hat. Und deswegen soll es auch gerade ins Thema passen. Aber jetzt gehen wir zur Grammatik. Übersetzt mal bitte diesen Satz ganz wörtlich und zwar ohne einen Ablabs. Das geht in dem Fall. Das wäre jetzt, mit den ausgehobenen Truppen kam Cäsar nach Gallien. Ja, copias conscribere, habt ihr gelernt als Wendung. Truppen ausheben heißt einfach Soldaten anwerben, also das heißt zu sagen, hey, wer will in die Legion eintreten oder wer hat da schon Kampferfahrung und dann eine neue Armee schaffen. Also mit den ausgehobenen Truppen kam Cäsar nach Gallien. Genau so ist der Ablabs entstanden. Das könnte man nämlich im Deutschen genau das gleiche jetzt anders formulieren. Indem wir sagen, als Truppen ausgehoben worden waren, kam Cäsar nach Gallien. Ja, und jetzt im zweiten Fall haben wir genau das, was ein Ablabs ist. Wir übersetzen, wir haben eine Kombination aus einem Nomen im Ablativ und einem Partizip und übersetzen das Ganze mit einem Nebensatz. Meistens geht nicht beides, wie in dem Fall. Das heißt, da müssen wir dann den Ablabs wirklich übersetzen. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, wie wir jetzt eigentlich vorgehen müssen, wenn wir aus copy ins conscriptis diesen Nebensatz als Truppen ausgehoben worden waren machen. Und zwar funktioniert das in der Vorgehensweise so. Wir machen aus dem Ablabs einen Nebensatz. Aus dem Nomen im Ablativ wird das Subjekt des Nebensatzes. Und aus dem Partizip wird das Prädikat des Nebensatzes. Schauen wir uns gleich mal an, wie wir da konkret vorgehen beim Übersetzen. Zunächst mal markiert ihr bitte die entscheidenden Wörter, also den Nomen, das Nomen im Ablativ und das Partizip. Dann übersetzt ihr den Satz ohne den Ablabs. Das heißt, das hier wird erstmal eingeklammert und das lasst ihr weg. Ihr übersetzt, was übrig bleibt, kam Cäsar nach Gallien. Jetzt schauen wir uns diese zwei markierten Wörter genauer an. Zunächst mal braucht es eine Nebensatzeinleitung. Da würde ich am Anfang immer als nehmen für die grobe Übersetzung. Das macht es als erstes. Dann verwandelt ihr das Nomen im Ablativ in ein Subjekt in dem Als-Satz. Und als letztes verwandelt ihr das Prädikat in verwandelt ihr das Partizip in das Prädikat des Nebensatzes. Also hier nochmal die Reihenfolge und unten ein Beispielsatz, an dem ihr das bitte jetzt selber macht. Erstens markiert mal bitte das Nomen und das Partizip. Es ist sequanis und oppressis. Achtung, passt auf! Nicht versehentlich Helvetis verwenden, denn da steht ein Ab davor. Ganz kurze Erklärung. Wir sind jetzt beim Beginn des Gallischen Krieges von Cäsar. Was passiert da? Die Sequaner sind ein gallischer Stamm, die Helvetier sind ein Stamm. Die Sequaner haben Angst vor den Helvetiern, werden von diesen angegriffen und holen Cäsar zu Hilfe. Also nebenbei erwähnt, es war dem Cäsar ganz wichtig, immer zu zeigen, dass er nicht nach Gallien marschiert und einfach so drauf loserobert, sondern dass er dabei immer irgendwelchen Leuten geholfen hat. Ob das wirklich so war, wissen wir bis heute nicht. Kann man ja niemand anderen nachfragen, aber so hat es eher immer dargestellt. Okay, jetzt aber zurück zum Ablabs. Zweiter Schritt, übersetze den Rest des Satzes. Macht es das doch mal. Also setzt hier eine Klammer und übersetzt es außenrum. Führte Cäsar die Truppen nach Gallien. Jetzt ergänzt hier bitte die Subjunktion. Als
Punkt, 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 führte Cäsar die Truppen nach Gallien. Und was jetzt wirklich wichtig ist, an diesem Grundgerüst dürft ihr nichts mehr verändern. Das passiert ganz oft, dass man dann versehentlich aus dem Abel abs den Hauptsatz macht im Deutschen und auch den Rest dann in einen Nebensatz verpackt. Also dieses Grundgerüst, das ihr jetzt einmal gebaut habt, dürft ihr nicht mehr verändern. Okay, jetzt verwandelt ihr das Nomen im Ablativ, sequanis, ins Subjekt dieses Als-Satzes. Als die Sequaner und das Prädikat habe ich gleich dazu genommen, unterdrückt worden waren. Als die Sequaner unterdrückt worden waren, führte Cäsar die Truppen nach Gallien. Jetzt fehlt uns noch eine Kleinigkeit. Zwei Wörter, die haben wir im Inneren dieses Ablativus Absolutus und die müssen wir in den Nebensatz noch einbauen im Deutschen. Als die Sequaner von den Helvetiern unterdrückt worden waren, führte Cäsar die Truppen nach Gallien. Ja, hier nur mal kurz einfach zur Erklärung. Also wir haben die Sequaner, wir haben die Helvetier. Die Helvetier wollen ihren ursprünglichen Wohnort verlassen, ziehen deswegen durch Gallien, durch das Gebiet der Sequaner und der Hädur, plündern da. Das heißt, die holen Cäsar zu Hilfe, Cäsar kommt und besiegt die Helvetier komplett. Und dann geht es gleich weiter im selben Jahr. Die Germanen bedrängen jetzt auch noch die Sequaner und die Hädur. Und es kommt zum zweiten Kampf, wo Cäsar die Germanen angreift. Gut, und das kommt gleich in unserem nächsten Beispiel vor, dieser Angriff der Germanen. Gehen wir mal der Reihe nach vor. Also erstens markiert bitte das Nomen im Ablativ und das Prädikat. Das wäre Germanis und Instantibus. Warum nehmen wir Germanis und nicht Gallis? Prinzipiell steht das Nomen und das Partizip im Idealfall außenrum und umrahmt den Rest des Appellabs. Also diese beiden findet ihr am Rand. Es halten sich nicht alle römischen Autoren dran, aber das wäre der Idealfall. Gut, zweiter Schritt, übersetzt alles außenrum um den Appellabs. Punkt, 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 rief Cäsar die Truppen zusammen. Was ist unser nächster Schritt? Denkt mal selber nach. Genau, wir brauchen ein Als. Als, Punkt, 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 rief Cäsar die Truppen zusammen. Dann verwandelt ihr bitte das Nomen in ein Subjekt. Als die Germanen, und das Prädikat kommt aus dem Partizip, als die Germanen hart zusetzten, rief Cäsar die Truppen zusammen. Naja, und jetzt ergänzt man alles, was noch fehlt im Appellabs. Als die Germanen den Gallien hart zusetzten, rief Cäsar die Truppen zusammen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, bei den zwei Sätzen, bei den zwei Beispielsätzen, hat man zwei verschiedene Sorten von Partizipien. Oppressis und Instantibus. Welches Partizip liegt da jeweils vor? Das ist einmal ein PPP und einmal ein PPA. Also Partizip Perfekt Passiv, Partizip Präsens Aktiv. Und das hat Konsequenzen für die Übersetzung. Denn Oppressis haben wir jetzt mit einem Passiv übersetzt und vorzeitig. Also, als die Sequaner unterdrückt worden waren. Jetzt habt ihr euch ja angewohnt und das dürft ihr auch. Man kann so ein Passiv anschließend natürlich ins Aktiv verwandeln. Ja, das wäre, als die Helvetier die Sequaner unterdrückt hatten. Wichtig ist nur, dass ihr euch erstmal im Klaren seid, wer wird hier von wem unterdrückt und dass das dann, wenn ihr das ins Aktiv verwandelt, richtig rum macht. Naja, und das PPA steht schon im Aktiv und ist gleichzeitig. Also während sie bedrohten, rief Cäsar die Truppen zusammen. Dazu gibt es eine kleine Übung. Die macht ihr bitte selber, drückt auf die Pause-Taste und überprüft danach die Ergebnisse. Übrigens nebenbei bemerkt, hier kommt ein neuer Stamm vor, nämlich die Belger, also nicht die Belgier wie heute, sondern die Belger, ein weiterer gallischer Stamm, der dem Cäsar dann im zweiten Kriegsjahr den Vorwand gibt, einzugreifen oder anzugreifen. Aber jetzt drückt auf Pause und übersetzt es bitte. Die Lösungen, hoc facto, als dies geschehen oder gemacht worden war. Und jetzt seht ihr hier, wir können jetzt ins Aktiv drehen. Als er dies gemacht hatte, besiegte Cäsar die Germanen. Und dann, als dann die Belger einen Krieg vorbereiteten,
versammelte Cäsar wieder seine Soldaten. Bis jetzt haben wir es immer mit als übersetzt, das ist auf Dauer ein bisschen langweilig und einseitig. Ihr wisst, im Lateinischen gibt es verschiedene Sinnrichtungen, die wir bei einem Partizip verwenden könnten. Ich merke mir das immer mit tekakokomo. Tekakokomo ist ein schönes Wort, wenn man es zusammensetzt. Wenn man es sich fünfmal vorsagt, kann man es sich auch merken. Also temporal, als geht immer. Nachdem bei vorzeitig oder während bei gleichzeitig. Dann kausal, weil. Konditional, wenn. Konzessiv, obwohl. Und modal, wobei. Und da müsst ihr jetzt einfach immer gut auf den Zusammenhang schauen. Zwei Beispiele. Übersetzt sie bitte nach den Regeln, die wir gelernt haben, und überlegt jeweils, welche Sinnrichtung passt. Die Lösungen. Nachdem oder weil Gallien besiegt worden war, wollte Cäsar nach Rom zurückkehren. Also entweder temporal oder kausal wird hier passen. Ja, und beim zweiten zur Erinnerung, das war die Geschichte mit dem Rubikon. Cäsar steht am Rubikon und muss überlegen, will er jetzt darüber, obwohl es nicht erlaubt ist, das als Hintergrund und die Übersetzung. Obwohl es die Gesetze verbaten, überquerte Cäsar mit seinen Truppen den Rubikon. Also hier ist konzessiv das Beste. Ja, jetzt haben wir es immer mit einem Adverbialsatz übersetzt. Nachdem oder weil Gallien besiegt worden war, wollte Cäsar nach Rom zurückkehren. Ihr wisst, es gibt zwei andere Möglichkeiten. Nämlich erstmal die Beiordnung. Bei der Beiordnung macht es jetzt aus dem Adverbialsatz schon einen ersten Hauptsatz. Den verbindet man mit dem zweiten Hauptsatz mit und. Und dann braucht man noch ein Wort, das die Sinnrichtung angibt. Also Gallien war besiegt worden oder Gallien war besiegt und daher oder und dann wollte Cäsar nach Rom zurückkehren. Und das dritte ist der Präpositionalausdruck. Nach seinem Sieg über Cäsar wollte Cäsar nach Rom zurückkehren. Also aus dem ganzen Nebensatz, dem Appel-Abs, machen wir im Deutschen einen Ausdruck, der von einer Präposition abhängt. Wenn das klappt mit dem Präpositionalausdruck, ist es immer super elegant, aber es funktioniert einfach leider nicht immer. Machen wir eine kleine Übung. Ich habe einen Satz und ihr übersetzt ihn bitte auf alle drei, also es ist der gleiche Satz wie gerade eben, ihr übersetzt diesen Satz bitte in allen drei Übersetzungsmöglichkeiten. Adverbialsatz, obwohl es die Gesetze verbaten, überschritt Cäsar mit seinen Truppen den Rubikon, das hatten wir ja schon. Die Gesetze verbaten es und trotzdem überschritt Cäsar mit seinen Truppen den Rubikon. Trotz des Verbots durch die Gesetze überschritt Cäsar mit seinen Truppen den Rubikon. Ja, und damit euch dann auch wirklich Präpositionen und Adverbien zum Ausdruck der Sinnrichtung einfallen, habe ich die euch hier mal zusammengestellt. Für temporal passt und dann oder und dabei oder nach dem, zum Beispiel nach dem Sieg über Gallien oder während des Bürgerkriegs töteten die Soldaten viele Unschuldige. Kausal und deshalb, Gallien war besiegt und deshalb zog Cäsar nach Rom. Oder wegen des Siegs über Gallien zog Cäsar nach Rom. Konditional ist eh nicht so häufig, das wäre ja wenn, kann zum Beispiel heißen, wenn die Sonne scheint, gehen wir Eis essen. Dann Beiordnung, die Sonne scheint und in diesem Fall gehen wir Eis essen. Und hier im Falle des Sonnenscheins gehen wir Eis essen. Obwohl es regnet, gehen wir Eis essen. Das wäre jetzt mit einer Beiordnung. Es regnet und trotzdem gehen wir Eis essen. Oder trotz des Regens gehen wir Eis essen. Ja, es regnet und dabei werden wir nass. Also wobei es regnet, werden wir nass. Es regnet und dabei werden wir nass. Beim Regnen werden wir nass. Wenn es euch die gut einprägt, hilft euch das einfach vor allem im Zweifelsfall auch mal einen Präpositionalausdruck zu finden. Einen Sonderfall haben wir noch. Ihr habt manche Wendungen gelernt, die sind eigentlich ein Appel-Abs, nur dass das Prädikat fehlt. Zum Beispiel Caesare Duce, Milites Bellum contra Pompeium Gesserunt. Unter der Führung Caesars führten die Soldaten einen Krieg gegen Pompeius. Dieser Appel-Abs heißt nominal, der Name ist jetzt nicht so wichtig, nominal deswegen, weil er eben nur aus den Nomen besteht, ohne ein Partizip. Das Partizip wäre eben das Partizip von esse, aber das gibt es im Lateinischen nicht, oder zumindest im antiken Lateinischen nicht. Später hat man es dann erfunden.
Da gibt es ein paar Wendungen, die solltet ihr euch einprägen. Versucht es mal für jeden eine Übersetzung zu finden und vergleicht es dann mit meiner. Die Lösungen wären unter der Führung Cäsars, unter dem Konsulat des Brutus, auf Veranlassung des Octavius, unter der Herrschaft oder unter der Königsherrschaft des Tarquinius, gegen meinen Willen, zu Lebzeiten des Vaters, nach dem Tod Cäsars, in deiner Anwesenheit, in meiner Kindheit. Die findet ihr auch im Buch bei den Kapiteln zum Apple-Ups, also prägt euch die wirklich nochmal gut ein, die sind einfach wichtig. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch geholfen, einfach damit ihr noch mehr Sicherheit kriegt im Übersetzen des Apple-Ups. Ich wünsche euch damit viel Erfolg und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und tschüss.